In diesem Video greife ich mir in den Pelz, fahren wir zweimal ab, freue ich mich über Licht, liegt Holz rum, kommt mein Finger ins Bild, trinke ich Frühstück und begebe mich in eine andere Welt. Ja, servus, Kai hier von Travel Camping Living. Wie ich sehe, seid ihr auch schon wieder da. Wir sind nicht alleine, auch eine braune Banane ist mit dabei. Und wir sollten jetzt mal los, deswegen wenig Schwafel, Abfahrt. Und schon fahren wir. Wir haben 4 freie Tage vor uns, langes Wochenende. Wir starten erstmal alleine, treffen aber, muss man überlegen, morgen wahrscheinlich schon. Ja, morgen treffen wir hoffentlich Manfred auf dem Berg. Die Tour führt uns wahrscheinlich wieder in Richtung Tessin. Mir da 2 sehr schöne Spots, hoffe ich, ausgesucht. Wir werden sehen, ob da alles so passt, weil ganz sicher bin ich mir da nicht. Aber ihr werdet es rausfinden und wir auch. Jetzt fahren wir erstmal ein paar Kilometer, müssen wir Wasser besorgen. Einkaufen war ich schon. Und wir fahren jetzt mal zum Walensee und fahren beim Walensee den Berg hinauf. Und ich hoffe, der Plan geht auf. Ja, und eins noch, Friseur wollte ich heute echt gehen in der Mittagspause, hatte ich mir irgendwie vorgenommen, war aber nicht. Zu viel Arbeit heute noch vor den 4 freien Tagen und war nicht drin, also ihr müsst mich noch ein bisschen länger mit langen Haaren ertragen, ich muss es ja auch. Und mal so am Rande, irgendjemand hätte echt mal die Scheibe ordentlich putzen können, Mensch. Ehrlich, ganze Woche nichts zu tun gehabt, die beiden. Ich schaffe den Bergwerk wie ein Brudeputzer. Und die, tja, vielleicht kriege ich das ja mal hin, irgendwann die nächsten 4 Tage. Ja, da bin ich beim Wasserfüllen und guckt euch mal kurz Zottel an. Fällt euch irgendwas auf? Ja, ich hoffe, ihr seht's. Ich habe es nämlich gerade auch gesehen. Die Nummernschilder fehlen. Ich, Idiot, habe meine Nummernschilder zu Hause vergessen. Und das bedeutet, ich kann jetzt verdammt nochmal wieder nach Hause fahren und die scheiß Dinger holen. Ich bin echt ein Riesenidiot. So, 2. Versuch. Die verdammten Kennzeichen sind dran. Und jetzt fahren wir wieder ab. Wir sind an der Autobahnausfahrt Wesen Amden angekommen, fahren runter links und dann geht es ziemlich bald nochmal gut den Berg hoch. Und ich hoffe, dass unser Platz nicht irgendwie belegt ist, denn es sind einige Camper unterwegs heute. Langes Wochenende, logisch. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, wir waren hier auch schon mal in der Ecke. Allerdings nur für einen Zwischenstopp und sind hier rechts gefahren. Jetzt fahren wir aber geradeaus und ihr seht schon, die Straße steigt an. Ja, und hätte ich nicht das Fiasko mit dem Kennzeichen gehabt, wären wir hier noch bei restlichem Tageslicht entlang gefahren und hätten einen schönen Blick auf den See, den Walensee. Aber jetzt ist ziemlich dunkel und nichts mehr zu sehen. Aber wir müssen ja morgen auch wieder runter, dann sehen wir es hoffentlich dann. Wir sind in Amden. Es geht hier ordentlich den Berg hoch. Zottel hat im 3. Gang zu beißen. Kriegt das so gerade noch hin. Mit halbem Tank und vollem Wasser. Und es sind noch 3 Kilometer. Ja, und hier oben gibt es noch alles, was man braucht. Tankstelle, Parkplätze, Hotel. Auch ein Skigebiet ist hier irgendwo. Und wir sind gerade falsch gefahren. Verdammt! Wir müssen drehen. Ah, zum Glück ist kein Verkehr und wir können hier gut drehen. Bei einer Metzgerei im Dorf. Dankeschön. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie richtig fahren können. Wir müssen nämlich hier rum. Zumindest sagt das Google. Und ich hoffe, Google hat einen Plan. Oh, das Schild ist aber nicht gut. Gilt Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Anwohner mit Bewilligung gestattet.
Wir haben aber weder Feiertag noch 13 bis 17 Uhr. Also fahren wir mal weiter. Das gibt wieder eine spannende Geschichte, sage ich euch. Links geht's runter, rechts ist Grashang. Wir fahren jetzt hier noch ein Stück am Berg entlang. Ja, ich bin froh, dass ich gutes Licht habe, denn Beleuchtung gibt es hier keine. Oh, guck an, steht noch ein Camper da oben. Der wohnt da aber wohl. 1,2 Kilometer noch und links geht's wieder richtig den Berg runter, meine Fresse. So, drückt die Daumen, dass der Platz nicht irgendwie belegt ist. Das wäre jetzt echt doof. Denn eine Alternative kenne ich nicht wirklich. Gott, wow, das gibt morgen aber einen richtig geilen Blick. Ich kann da jetzt nur nicht... Oh, da oben steht irgendwas. Gott, oh Gott, es geht immer noch weiter. Bitte keine Schranke oder sonst irgendwas. Drehen ist hier nicht. Gott, und links geht's runter. Mag gar nicht hingucken. Danke für das gute Licht, ORC. Man sieht richtig. Jetzt müssen wir doch mal da sein. Immer noch 200 Meter. So, wir sind da. Und eine ganze Bande ist da. Gott, ach Gott. Treiben die hier alle. So, mal kurz gucken gehen. Ja, oben angekommen. Mal kurz umgeschaut. Hier ist der Teufel los. Ist der Wahnsinn. PKW, andere Camper. Es ist mittlerweile 22 Uhr. Man sieht nicht viel, aber alles, was da so leuchtet, sind Kennzeichen. Da ist richtig gut was los. Hier ist eigentlich so der einzige Spot, wo ich mich noch hinstellen könnte. Leicht schräg. Gucken wir mal, dass wir uns dahin parken. Ich kann festhalten, wir haben geparkt. Ich war noch kurz vor der Tür, habe noch ein Foto gemacht. Zeige ich euch jetzt mal, wie hier so ganz grob die Aussicht ist. Das ist nicht hässlich und ich glaube morgen, ich hoffe das Wetter spielt mit, haben wir hier einen geilen Ausblick und vielleicht sogar noch einen Drohnenflug. Zudem vermute ich, dass die PKW nachher alle noch wegfahren, sodass hier wahrscheinlich 4 oder 5 Camper übrig bleiben. Ja, so ist das halt mal. Stehen wir hier mit anderen zusammen, vielleicht sehen wir morgen früh noch den einen oder anderen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ich habe noch gar nichts gegessen heute Abend. Die Jungs haben auch Hunger. Die verstecken sich zwar ein bisschen hinterm Vorhang, aber jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Eigentlich wollte ich den Omnia hervorholen, aber jetzt um 22.30 Uhr, nee, heute auch keinen Bock mehr drauf. Jetzt müssen wir irgendwie improvisieren. Es gibt Reste, große Pfanne, ein bisschen Gemüse, Schinkenwürfel und dann habe ich noch Wraps dabei. Das wird alles irgendwie eingewickelt und dann gibt es irgendeine Rolle, die man hoffentlich beißen kann. Viel Käse drauf, dann geht das schon. Ja, schnelles Essen, nicht unbedingt super fancy. Ist mehr ein gefüllter Pfannkuchen als ein Wrap, aber eigentlich schon eine Wurst. Habe noch ein bisschen Creme Fraiche durch, Käse, Gemüse, gut ist. Trammerlasse. Da liege ich und die anderen auch. Schlafen eine Runde. Und dann geht es hier wahrscheinlich gleich weiter. Mit hoffentlich schönem Wetter und einem genialen Ausblick. Schauen wir mal. Aber erstmal pennen. Gute Nacht. Bis nachher. Ciao zusammen. Und Friedrich immer noch mit Kap. Schönen guten Morgen. Wenn ich mich hier so umschaue, würde ich mal wetten, es scheint die Sonne und es ist schönes Wetter. Schauen wir mal raus, ob es stimmt. Tja, ich würde mal sagen, so ganz falsch lag ich nicht, oder? Was sagst du zu der Aussicht? So wache selbst ich nicht jeden Tag auf. Alter Schwede, ist das ein Blick raus. Und hier drin wird es langsam warm. Wir sollten mal aufstehen und die Tür aufmachen und raus. Angezogen, lasst uns mal vor die Tür gehen. Die Sonnenbrille habe ich vorsichtshalber schon mal aufgesetzt. Ich glaube, ist hell. Tja, alter Schwede. Das erinnert doch stark an den Platz am Pax Mall. Dieser Ausblick auf den Walensee runter, oh, sehr geil. Also die Hochfahrt, könnte man sagen, hat sich mal wieder gelohnt. Und auch wenn der Kopf mal nach rechts schwenkt, sieht das noch ziemlich geil aus. Das Beste ist allerdings, seht ihr den Funkturm? Hier ist mal 4G-Empfang, das glaubst du nicht. Gestern 72 Megabyte Video hochgeladen, das ging aber sowas von schnell. Geht doch nichts über guten Empfang in herrlicher Landschaft. Und das Wetter, fass es nicht.
Es ist warm, wir haben, weiß gar nicht, 8:45. Ich stehe hier schon in T-Shirt und kurzer Hose und bin völlig aus dem Häuschen. Ja, von oben hat man ja meist noch den besseren Überblick, ein paar Meter hochgelaufen und natürlich was festgestellt. Eigentlich mehrere Sachen. Erstens, bin gleich alleine auf dem Platz. Und zweitens, seht ihr hier den Weg, kein Fahrverbot. Und der führt nochmal weiter zu einer schönen Lichtung hier. Und dann hat man sogar auch noch besseren 4G-Empfang, denn man steht direkt unterm Turm. Aber da oben ist auch nicht schlecht. Denn da unten war schon ganz schön was los. Und ich glaube oben, weiß nicht, ob da jemand stand, habe ich nicht gesehen gestern Nacht. Ja, mal kurz runtergelaufen und ich denke, mit Zottel wäre dieser Weg auch fahrbar. Ist kurzfristig ein bisschen steil, aber ich denke, das müsst ihr hinkriegen. Aber nein, ich werde das jetzt nicht probieren. Ich bin vernünftig, denn ich muss hier nicht hoch. Ich nächtige die nächste Nacht woanders. Auch, und das gebe ich ehrlich zu, wenn der Reiz hoch ist, noch eine Nacht hier zu bleiben oder Tag oder Jahr oder immer. Denn das Ganze ist einfach echt der absolute Knaller wieder mal. Ja, und was man doch so alles findet, wenn man mal ein bisschen rumläuft, da hinten steht Zottel, hier eine riesige Feuerstelle, Bänke, Aussicht. Grillen mit Aussicht könnte man das durchaus nennen, oder was meint ihr? Holz muss aber selber mitgebracht werden, das liegt hier nicht rum. Ja, und hier rechts geht es dann Richtung Glanerland. Tal rein. Der Platz selber ist nicht wirklich eben. Man steht recht schräg. Auch Zottel jetzt nach rechts gelehnt leicht. Ja, von hier bin ich gestern gekommen und ich denke, ihr seht, was ich meine. Ihr seht es an den Autos. Schräge Geschichte. Bis 13 Uhr sollte man wegfahren, wenn man weg will, denn zwischen 13 und 17 Uhr geht auch in diese Richtung Fahrverbot. Da muss man also bis 17 Uhr bleiben. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ja, und wer sich hier hochgequält hat, zu Fuß oder mit dem Auto, kann auch noch Kneipp-Anwendungen genießen. So steht es zumindest hier auf den Plakaten. Und hier soll wohl das Wasser drin sein irgendwie. Dauert aber noch einen Moment, bis der Trog voll ist. Der andere ist voll. Sieht aber nicht wirklich lecker aus. Aber immerhin gibt irgendwie fließend Wasser hier. Und hinterm Haus steht sowas ähnliches wie ein Dixi-Klo. Gucke ich jetzt aber nicht rein. Zurück von meinem kleinen Ausflug. Zeit für Frühstück und dann irgendwann mal Abfahrt vor 13 Uhr. Ja, und da ich zu faul bin, den Tisch rauszuholen, habe ich mein kleines magnetisches Tablett von Timo genommen. Und habe jetzt hier einen netten Stehimbiss. Und ihr hängt mit der EOS Canon an Zottel dran. Und meine Ausgleichsmasse ist heute zu flüssig geworden. Die kann ich trinken. Schicken wir mal noch die Drohne in die Luft. Ich glaube, das könnte sich noch lohnen hier, oder? Machen wir mal. Los geht's.
Kollege Aufklärer wieder gut gelandet, aber man muss hier höllisch aufpassen. Es ist einiges an Flugverkehr. Hier werden auch Segelflugzeuge in die Höhe geschleppt. Also wer hier fliegt, bitte nicht hoch. Das kommt im dümmsten Fall nicht gut. Ja, ich glaube, wir haben es gesehen, fahren jetzt mal da wieder runter und in Richtung Chur, irgendwann wieder berghoch und treffen uns mit Manfred oben auf dem Berg. Licht werden wir wohl keins brauchen, denn taghell ist es ja. Abfahrt. Ich hoffe, wir kriegen hier keinen Bodenkontakt. Es geht hier nämlich mal kurz richtig steil runter. Das ist aber nur hier die Rampe. Ne, funktioniert. Hauptsache der Co-Pilot bleibt sitzen. Machen wir mal den Bremsassistent an und rollen den Hang runter. Und genießen die Aussicht runter auf den See. Das ist wirklich sehr geil hier. Also den Platz kann ich empfehlen, aber seid euch bewusst, ihr seid hier nicht alleine. Aber der Ausblick ist es durchaus wert. Kann ja auch nur mal einen Tag verbringen, grillen, Holz aber mitbringen, gab es hier nichts. Oder man sammelt sich's halt hier. Es liegt schon das eine oder andere rum. Ja, und dann wird's blöd, denn ausweichen ist hier nicht. Da müsst ihr wohl zurück. Wieso nicht? Aber ich bin doch zurückgefahren. Ich bin doch der Größere. Du hast einen Vortritt. Nee, der Größere hat Vortritt. 3,5 Tonnen und ihr? Ich würde mal sagen, wir haben es ins Dorf geschafft. Müssen wir aber mal kurz parken. Muss die Kamera reinholen und den Co-Piloten ordentlich hinsetzen. Ja, die Baustelle hier hat es auch in sich, der Teufel los. Vermute mal sehr viele Ausflügler hier unterwegs nach Amden hoch. Vatertag, Wandertag, kennt man ja. Gut, das wäre geschafft. Naja, oder auch nicht ganz. Ziemliches Verkehrschaos. Wo wollt ihr zwei hin? Die Gott. Habt ihr das gesehen? Heimatland. Die Anfahrt hier hinter zum Walensee ist schon geschlossen und es kommen immer mehr. Wir haben uns durchgewurstelt durch Wesen und erreichen soeben die Autobahn, auf der auch gut was los ist, aber immerhin kein Stau. Das haben wir auch schon schlimmer gesehen. Und jetzt fahren wir erstmal etliche Kilometer Autobahn Richtung San Bernardino. Wir wollen auf den Pass, über den Pass. Kurzen Zwischenstopp gemacht zum Tanken. Und das glaubt ihr nicht. Seht ihr die Scheibe? Sauber. Und seht ihr den Co-Piloten? Völlig erschlagen. Ich glaube, er hat die Scheibe sauber gemacht. Keine Kamera hat es aufgenommen. Aber so kaputt wie er da liegt, war er wohl mal aktiv. Dankeschön, Co-Pilot. Und ich glaube, Friedrich war auch beteiligt. Der liegt da auch so platt. Danke, Friedrich. Und jetzt weiter. Wir sind im Anflug in Richtung San Bernardino Pass. Nichts mehr los. Nach Abfahrt Davos ist totes Land. Kein Auto mehr, nichts. Ganz schräg. Ja, wir fahren mal weiter. Alter Schwede, was für eine Landschaft. Ich kann es immer nur wiederholen. Aber wenn ihr die Wahl habt zwischen Gotthard Pass und San Bernardino, ich würde die San Bernardino Route wählen. Das ist einfach landschaftlich deutlich attraktiver. Das war's mit Autobahn. Geradeaus wird es jetzt in den San Bernardino Tunnel gehen. Da wollen wir aber nicht rein, denn wir wollen auf den Pass. Deswegen fahren wir hier ab, verlassen die Baustelle und würgen uns jetzt mal bergauf. Kaum von der Autobahn geht's bergauf in jetzt sehr vielen Serpentinen. Hier erstmal
den Hang hoch, Höhenmeter machen, viele Kurven, wenig Verkehr. Und wer sich erinnert, vor, weiß nicht, 3 Wochen oder so, standen wir hier vor dieser Schranke und sie war zu. Heute ist sie auf. Juhu! Co-Pilot und Friedrich, auch wieder auferstanden von den Erschöpften. Wir jagen los, den Berg hoch. Die Kurvenabstände sind hier enorm kurz. Lohnt sich hier nicht in den zweiten Gang zu schalten. So schnell kommt schon die nächste wieder. Das sind hier ein paar enge Dinger. 2,30 Meter Maximalbreite, also passt von dieser Seite perfekt für einen Kastenwagen. Aber dann muss man immer gucken, dass der Motor nicht ausgeht in der Kurve. Gar nicht mal so einfach hier. Enge Geschichte. Und mit Gegenverkehr wird's blöd. Co-Pilot wird schon wieder ganz weiß um die Nase. Es sind aber auch Kurven hier. Eine nach der anderen. Die Serpentinen hätten wir jetzt mal hinter uns. Das ist eine ganz schöne Gurkerei. Haufen Mopedfahrer hier unterwegs. Kaum Fahrzeuge mit 4 Rädern. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Pass weitergeht. Und kein Scherz jetzt, ich fahre diesen Pass das erste Mal in meinem Leben. Ich bin hier einmal mitgefahren bei Nacht und Nebel, habe aber gepennt, glaube ich, davon nichts mitgekriegt. Es ist das erste Mal aktiv, dass ich den San Bernardino fahre und ja, gefällt mir. Sehr schön zu fahren, coole Strecke, tolle Landschaft und Zottel kommt im zweiten Gang schier nicht aus dem Quark. Komm jetzt, bub. Auch jetzt noch wieder sehr viele Kurven, voller Lenkeinschlag und immer wieder in der Gegenspur, sonst käme man hier nicht rum. Was man hier sind, vermute ich jetzt einfach mal, Belüftungsanlage vom Tunnel, der unten durchgeht. Interessante Konstruktionen. Schnee nimmt auch immer mehr zu. Gott, ist das geil hier oben. Wie konnte ich hier nur nie lang fahren? Ja, und erst denkst du, bist hier völlig alleine und dann biegst um eine Kurve und bäm. Das Volk ist hier. Und ich weiß, dass Manfred schon hier ist. Ich weiß nur nicht, wo. Aber hier sehe ich keinen Kasten, nur Mopeds. Fahren wir mal noch hier ein Stück weiter. Vielleicht steht er irgendwo anders. Alter Falter, der See hier oben, eisbrockenfrei, überrascht ein wenig. Hätte gedacht, hier treibt noch der ein oder andere kleine Eisberg. Hätte ich hier Eisberg gesagt. Der treibt nicht, der sitzt hier. Ja, Manfred, wo versteckst du dich? Oder habe ich dich doch übersehen? Hier geht es jetzt schon wieder bergab. Manfred schreibt, er ist auf der Tessiner Seite. Oben kein Parkplatz. Das kann ich unterschreiben. Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Geiler Spot, Manfred. Coole Sache. Sehr geil. Ah, ich liebe es. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich das liebe. Doch, könnt ihr wahrscheinlich schon. Ihr wisst, ganz normal sind wir hier nicht. 17 Grad haben wir übrigens noch. Und da seht ihr den Schornstein. Da davor steht ein Van. Und da unten der See, falls ihr ihn seht, da stand ich neulich bei Scheißwetter. Diesmal sind wir da mehr auf der Glückskeksseite. Das Wetter ist besser. Und wir biegen dann da mal links ab. Ah, kommt nichts von vorne. Der Manfred ist der coolste. Tisch und Stuhl raus. Da sitzt er, den kennt er noch, oder? Sali! Hallo! Hoi! Ist da noch frei? Ja, einer ist noch frei. Einer ist noch frei, super! Go out this late at night to the place where the animals go. Ja, servus, ihr auch schon wieder hier. Was hängt hier, ihr? Gestern 72 Gigabyte hochge... Ja, Gigabyte. Belüftungsanlage